Wir wurden wieder gestört beim Einbuchen, deshalb sind die nächsten Videos nicht hoch. Ich möchte nochmal ergänzend dazu sagen, dass ich hier keine Lust habe, mich mit irgendwelchen Ärzten hier rumzuärgern. Sie halten sich hier schön zurück und ich warne nochmal die Politik hier dumm zu tun, ne? Also hier ist keiner vergessen. Auch wenn manche denken, sie sind weg und so und sind nicht mehr da und so. Wir sind uns ja ziemlich sicher, dass man seit 2003 weiß, dass wir normal sind. Deshalb hat man uns also unsere Wohnung mit den Kartons vorgestellt. Man hat immer schön aufgepasst, dass wir ein Kartonzimmer haben. Was dann bestimmt immer von der Polizei und so weiter protokolliert wurde. Daran kann man sich schön festhalten. Also ich möchte doch nochmal alle Ärzte appellieren, ne? Halten sich einfach raus, ne? Kommen Sie mir in eine Quere, sind Sie dran. Es ist nicht toll, was Sie können. Nur die im Osten sind noch blöder in der Nadel. Ich weiß nicht, wie internationale Ärzte sind. Ich habe mit ihnen keine Verbindung gehabt, weil ich eigentlich mehr Wissenschaftler war. Aber es sollte da nochmal deutlich werden. Also, wir haben hier erlebt, dass man unsere vier Kinder beim Hautarzt nicht angenommen hat, weil wir haben einen Termin geholt für die Kinder. Verschiedene Termine, weil er nicht so viel Zeit hatte. Und waren dann da, aber wir hätten sagen müssen, dass wir Ausländerkinder haben. So, des Weiteren hätte ich Roberto verloren und noch ein Kind, das habe ich jetzt nicht im Gedächtnis da, weil es falsche Medikamentengabe gab. Aber man kann ja auch sagen, vielleicht war es ein Ausländerkind, deshalb war es nicht so schlimm. Ne? Also das macht mich hier sehr nachdenklich. Geht das weiter, ist was los, ne, Nadja? Und erlebe ich noch irgendwie einen Dr. Senili oder so, der dann einfach in meine Wohnung kommt oder so. Also ich glaube, dann schlicht 13. Aber natürlich bleiben wir ruhig und das möchte ich nochmal eindeutig sagen, auch wenn Sie es alle lustig finden. Ich bin Allgemeinmediziner und ich bin Psychiater. Aber ich habe eben lange nicht mehr praktiziert, weil Wissenschaft war für mich im Vordergrund und so. Aber also da halte ich aber noch mit hier, was hier kommt. Und auch wenn ich jahrelang draus bin oder so, oder der menschliche Körper, der hat sich wohl nicht doll verändert. Nur im Kopf scheint noch ein bisschen was anders gekommen zu sein. Aber das kriege ich hin, ne? Also so wie ein anderer, wie ein Klempner, der mal einen anderen mal ein Waschbecken macht und so, kümmere ich mich dann um hier nicht. Also da bin ich ja Spezialist drin. Und es scheint so, dass andere das gar nicht sehen können, Psychiater und so, was ich sehen kann. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen, Mann, ich sehe das. Also man braucht sich mit mir auch nicht unterhalten, ich weiß Bescheid. Also das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Und an der Politik hier, hier ist aber keiner vergessen. Gut, das war es erstmal, ne? Ja. Nicht, dass wir näher wieder Probleme haben, überhaupt hochzuladen. Genau. Also wir werden weiter gestört, sonst wäre das andere schon oben, was wir ausgewertet haben, was wir mitbekommen haben. Ich möchte erstmal unterbrechen.